Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge habe ich hier den unteren Teil von Tixa aufgeräumt. Und in dieser Folge werde ich einfach mal gucken, was es hier alles so zu holen gibt. Ja, da folgt die Antwort auf dem Fuße. Aber es gibt ja noch mehr Schränke. NVG 1. Nee. Oh, Compound 18 ist gar nicht so schlecht. Und ich wollte vor allen Dingen hier auch mal die, die Zellen noch aufschließen. Denn hier sind ja noch einige Leute, mit denen ich noch reden wollte. Ich könnte mir garantiert hier irgendwie einen Schlüssel organisieren, aber ich habe natürlich lieber das Training auf Wolf, dadurch, dass ich die Türen aufbreche. Okay. Es geht auch schon recht fix hier. Oder ich habe einfach nur eine Glückssträhne, das kann natürlich auch sein. So, komm. Also auch wenn da nichts drin ist, aber ich habe halt das, eventuell das Training noch davon, wenn ich die ganzen Türen hier aufschließe. Und hier, ich weiß immer noch nicht genau, was das hier für Geräte sein sollen. Sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wären hier unten ein Zahnrad, was dann dieses Zahnrad hier an der Seite antreibt oder so. Wer weiß das schon, was sich die Leute ja alles für Foltermethoden ausgedacht haben. So. Das war ein RDX, ist das ein Sprengstoff? Naja, ist aber nichts wirklich Interessantes, also so eine Schrotflinte, aber ansonsten die Schrotflinten benutze ich ja schon länger nicht mehr, weil ich halt oft auf große Distanz kämpfe. Achso, und hier ist ein Locus. Gucke ich mal, was hier noch vielleicht drin ist. Also, hier ist noch ein Locus. Ja, alles klar. Okay. Ja, das hier sind keine Schränke, das heißt, da kann ich nicht reingucken. Dann rede ich doch gleich mal mit den Leuten hier. Nehme ich mal Raider dafür, der hat ja eine ganz gute Führungsqualität. Achso, mit dem hier sagt der noch was anderes? Ja, okay, der ist ein ganz normaler Zivilist, der hat nicht wirklich was zu sagen. Ich probiere es mal zuerst mit dem Typen hier oben. Gordon, Gordon Jeffries, I know nothing. Who are you? Why are you toying with me? Go away, please, just go away. Scheinbar hält er mich für einen von seinen Folterknechten. Aber das bin ich ja gar nicht. Please, just go away. Leave me to die. Ja, was mache ich denn da mit dem? Der ist kritisch verwundet. Kann ich den vielleicht irgendwie verbinden? Bringt mir das irgendwas? Macht der dann irgendwie irgendwas? Aber wer ist denn hier überhaupt mein... Achso, meinen Sanitäter, den habe ich ja gar nicht dabei. Der steht ja noch oben in dem Sektor drin. Aber vielleicht kann ich das einfach mal mit Raven hier mit dem First Aid Kit versuchen. Okay, der braucht kein First Aid definitiv, also das kann ich vergessen. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Ich werde mal eine Ebene höher gehen und dann werde ich mal mir den Danny hernehmen und werde mal versuchen, ob ich mit dem den Typen nicht... Ich meine, wer weiß. Ich habe zwar nichts davon gelesen in irgendwelchen Wikis und die Leute in den Wikis haben ja eigentlich alles schon ausprobiert, was überhaupt möglich ist. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass das tatsächlich geht, dass man dem irgendwie hilft und dadurch irgendwas bekommt oder so, aber ich probiere es einfach trotzdem mal aus. So, ab in den Sektor hier unten und dann probiere ich das mal. Also ich habe Danny jetzt dazu geholt, weil der halt die Arzttasche dabei hat. Und dann probiere ich das mal mit der Arzttasche. Nee, geht aber auch nicht. Ja gut. Dann steht er da halt und tut gar nichts. Fehlt also nur noch der Typ, den ich eigentlich suche. Zumindest vermute ich das, weil das ist ja der einzige, der hier noch ist. Bream Drews. Everyone calls me Shank. You must be part of that group of mercenaries we've been hearing about.
You guys are gonna save our country, I know it! You've already saved me! I consider myself lucky. I only spent a couple of days in Teeksa, which is nothing compared to Dynamo Duncan. He's an old-timer. Don't know how he survived. You wanna know why I'm in Teeksa? Because of my parents. Turned me in for growing a couple of plants. They're rich, and they're friends with the Queen, just like everyone else who lives in Baleem. I hate them, all of them! Got their wealth from the suffering of others. I'd think nothing of killing them. And that goes double for my old man and old lady. Ja, sieht so aus, als wäre der gute Shank hier gefoltert worden, weil er sich ein bisschen den Hanf angebaut hat. Das macht man noch nicht, Junge. Das kannst du doch nicht machen. Alright, now what can I do for you? It's gonna be nice to be able to sleep through a night. I need time alone. Den kann die als Söldner dann vermutlich nicht gebrauchen, wenn der einer von der Sorte ist. Getting back at those responsible for putting me in Teeksa? Sounds like a decent proposition to me. I'll try not to get in the way. This is kind of awkward, but do you think you could spare 20 bucks a day, just so I'm not mooching off everybody? I'm a pretty damn good knife thrower. Used to even do it blindfolded just for kicks at parties. Auf 15 sogar nur. Dann liegt das an der Führungsqualität von Raider. Der hat ja gesagt, er wollte 20 Dollar haben. A lot of people are sure gonna be surprised when they see me around again. You get me to Estonia and I could probably make some arrangements to get some fuel. Don't know if it interests you, but it's a thought. Ja, genau deswegen habe ich den ja überhaupt angeheuert. Und was ich auch gar nicht wusste, ist, den Dynamo, der ja oben jetzt noch abgammelt. Ready. Wenn ich das erste Mal, als der 50 Dollar pro Tag gefordert hat, wenn ich das erste Mal abgelehnt hätte und ihn nochmal angesprochen hätte, dann hätte er umsonst angeboten, für mich zu arbeiten. Ich werde das mal probieren, ihn nochmal zu feuern und dann nochmal anzuheuern, ob er dann auch umsonst für mich arbeitet. Was hat er denn? 80 Wisdom? Das heißt, wenn man den sich eher in der Kampagne holen würde, dann könnte man den vermutlich tatsächlich ganz gut gebrauchen. Obwohl der natürlich mit 31 Stärke, das ist natürlich, also Wisdom wirkt sich ja nicht darauf aus, wie schnell der Stärke und Agilität trainiert. Ich weiß nicht, also er ist für mich jetzt in meiner Situation ist er halt einfach unbrauchbar. Aber ich kann ihn halt dafür verwenden, dass ich mir Benzin da in Estonia besorge. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich ihn überhaupt angeheuert habe. Ich gucke mir gerade nochmal seine weiteren Werte an. Throwing und Demolitions. Ja, hat aber trotzdem halt einen recht schlechten Skill in Explosives, also. Ja, ich weiß ja nicht. Nicht so mein Ding. Was ich aber noch machen kann, ist, ich kann mir hier mal das Sektorinventar angucken. Ja, erstmal natürlich kann ich hier, ja, erstmal das Portemonnaie weg. Und hier gibt es noch ein paar Schlüssel, ja, die brauche ich eigentlich ja jetzt auch nicht. Und dann fange ich mal an, hier meine Munition wieder aufzufüllen und meine First Aid Kits wieder aufzufüllen. So, ich hoffe mal, hier liegt überhaupt genug Munition dafür rum, aber ich habe so das Gefühl, das ist zu wenig. Vor allen Dingen, weil ja... Oh, jetzt ist Iris bei 107%. Wie kommt der denn jetzt auf 107% Gewicht? Hatte der wirklich nur zweimal... Nee, der... Ach, weil der angeschossen ist. Ja, okay. Ja, das ist egal. Die müssen sich ja sowieso gleich noch ausruhen. Was ich sagen wollte, weil Ice ja seine Waffe fast komplett leer geschossen hat. Also da werde ich wesentlich mehr Munition brauchen, als hier rumliegt. Ich habe aber Compound 18, das nehme ich nochmal mit. Und hier die ganze Lapua Magnum sollte ich eigentlich auch mitnehmen. So, ich habe gerade die Rucksäcke wieder. Und tschüss. Macht er jetzt noch was, oder? Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich habe die Rucksäcke wieder aufgesetzt und die ganzen Sachen gesteckt und so weiter. Aber ich glaube, ja, ich hätte nach dem Gespräch speichern sollen.
Ich werde an dieser Stelle einfach mal schneiden und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder so weit gespielt habe, wie ich eben war, bevor das Spiel abgerauscht ist. Also bis dann. So, da bin ich wieder. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach den Cheat-Modus angeworfen. Ich war irgendwie in der noch lange vor dem letzten Feind da, in dem Sektor wurde das letzte Mal gespeichert. Und ich habe einfach den Cheat-Modus angeworfen, habe den letzten Feind totgecheatet und dann habe ich alle Gegenstände, die da unten rumlagen, habe ich mit Schenk nach oben getragen. Zumindest alle, die ich noch irgendwann mal gebrauchen kann. Also die ganzen Waffen zum Beispiel zum später verkaufen. Und die 308 Lapua Magnum Munition und den Rest habe ich über die Alt-Taste einfach verkauft. Und was ich ja eigentlich noch machen wollte, ist, ich wollte mir den Raider nochmal hernehmen. Jetzt brauche ich natürlich auch den Platz, um den zu bewegen. Hier habe ich nämlich Dynamo und jetzt wollte ich mal gucken, dass ich Dynamo erstmal... Genau. That wasn't part of the plan. I got business with Deidreana. So, und jetzt hoffe ich... Oh nee, nicht im Ernst, oder? Der hat einen Abgang gemacht. Ja, da muss ich laden, das wusste ich nicht. Also ich dachte, dass der eventuell einfach da stehen bleibt, wo ich ihn feuere, dass ich ihn nachher wieder anheuern kann, wenn ich ihn wieder brauche. Aber das scheint leider nicht der Fall zu sein. Das heißt, da muss ich laden und dann muss ich ihn halt für 50 Dollar am Tag durchfüttern, bis ich ihn tatsächlich für den Minenvorarbeiter brauche. Ready. Naja, ich kann ja trotzdem mit ihm genau wie mit Shank zum Beispiel, kann ich ihn zum Items transportieren nehmen. Ready. Wirklich Ready. Sinnvoll als Söldner einzusetzen ist er ja eigentlich nicht, ne? Nee, nicht so wirklich. Also ja, ich könnte bestimmt, aber meine beiden Squads sind sowieso voll. Und also er würde, glaube ich, relativ schnell lernen mit 78 Wisdom. Stärke geht so, ist halt so lala irgendwie. Da brauche ich ihn nicht unbedingt. Was ich aber jetzt nochmal hier in dem oberen Teil des Sektors gucke, ist, dass ich tatsächlich meine ganze Munition vernünftig... ich werde nochmal STRG-SHIFT-F drücken und dann... Nee, Moment, das Squad kann nicht, aber dieses Squad einmal nachladen und dann gucke ich mal, dass ich eventuell die Magazine auch noch wieder vollfülle hier aus dem Sektor-Inventar. Je nachdem, ob da gerade die richtigen Magazine waren oder nicht, kann es ja sein, dass das gerade nicht passiert ist. Das hier sieht ganz gut aus. Ja, das ist voll. Achso, und ich habe Ears, habe ich noch... Ears habe ich noch ein Dietrich-Set tatsächlich gegeben und wollte mal gucken, ob ich das gebrauchen kann. Also ob der das irgendwann garantiert in einem Schleicheinsatz mal gebrauchen kann. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Die Dinger sind ja nicht schwer. Aber wenn ich ihm jetzt keins gegeben hätte, dann hätte ich mich irgendwann, wenn ich es dann doch mal gebraucht hätte, garantiert geärgert. So, links kann auch noch hier seine Munition aufstocken. Raider sollte volle Munition haben, weil eben Grizzly auch volle Munition hatte. Das heißt, die Magazine wurden wahrscheinlich korrekt nachgeladen. Elroy hat dann auch volle Munition. Achso, und hier ist das Dietrich-Set. Das ist noch nicht voll instand gesetzt, aber das ist ja erstmal kein großes Problem. Raven kann auch wieder ihre vernünftige Waffe in die Hand nehmen und... Ah ja, genau, das Bipod. Bipod hatte ich und den Rest leider nicht hier im Sektor. Das heißt also, da kann ich erstmal nichts an der Waffe machen. Also ich könnte ein normales Laser-Sight vielleicht dran bauen. Damit ist ja niemandem geschadet. Aber irgendwann werde ich das auch nochmal ersetzen müssen. So, wenn ich hier jetzt so Gasmasken habe, die angeschlagen sind, dann kann ich vielleicht die durch bessere auch ersetzen. Dann kann ich vielleicht von oben auch direkt nochmal anfangen. Wessen Gasmasken wurden denn eventuell mitgenommen? Raiders könnte noch... Ja, wenn ich auch eine finde, die auch tatsächlich noch gut in Schuss ist, aber...
Sieht nicht so aus, als hätte ich eine, die besser wäre als die von Raider gerade momentan. Ice braucht Munition hier für sein Gewehr, für sein Maschinengewehr. Ja, komm, ich nehme einfach alles. So, dann hat er zwei Kisten ist auch so ziemlich alles. Er muss sich ja sowieso nochmal wieder vernünftig ausruhen. Also muss geheilt werden, damit er wieder vernünftig Sachen tragen kann. So, Danny kriegt erstmal eine Arzttasche. Und Dynamo und Shank muss ich demnächst irgendwie noch so ausrüsten, dass die ein bisschen was tragen können, eventuell ein paar Waffen transportieren können. Und dann werde ich aber mal alles, was ich hier definitiv nicht brauche, werde ich dann auch gerade mal verkaufen. Also hier zum Beispiel diese Stahlhelme, die ganzen Spektra-Westen, Helme, den ganzen Kram, das kann ich eh nicht gebrauchen. Und das kann ich auch genauso gut verkaufen dann. Geld ist Geld, da will ich nicht meckern. So, das könnte ich eventuell nochmal gebrauchen. Ich weiß ja nicht, wie ich meine Leute dann gleich genau ausrüste. Das heißt, das behalte ich erstmal noch und die Munition behalte ich auch erstmal noch. So, hier geht es nicht weiter. Also es gibt keine weitere Inventarseite. Und ja, das reicht mir erstmal mit Verkaufen. Dann gucke ich mal, dass ich eventuell von den... ich habe ja ein bisschen Compound 18 gefunden, ehe dass ich das wieder vergesse und irgendwo liegen lasse. Werde ich mal gucken, Wolf... Von Wolf die Weste ist schon behandelt. Aber der Helm noch nicht. Oh, gotta love it. So, dann ist... kann ich Compound 18 auch auf die Hosen anwenden? Oh ja, tatsächlich. Dann hat Wolf jetzt alles mit Compound 18 ausgerüstet und ist damit... Bei 104%, oh nicht, dass es da irgendwelche Überlauffehler gibt und er dann auf einmal wieder anfängt, mehr Schaden zu nehmen. Das will ich mal nicht hoffen, aber das sehe ich dann. Und wenn es buggt, dann kann ich ja immer noch neu laden und kann ihm dann wieder andere Rüstung anziehen. Genau, Grizzly war der nächste, den wollte ich auch noch mal kurz... So, Helm ist wichtiger als die Hose. Das ist ja auch einer mit Bodybuilding, der, naja, wahrscheinlich eher hinten sitzt, weil er den Mörser hat. Aber wenn er dann auch mal als Frontschwein eingesetzt wird, dann kann er natürlich die Compound 18-Behandlung immer gut vertragen. Und deswegen kriegt er ein bisschen Priorität damit. So, habe ich hier irgendwo noch Rods im Inventar oder habe ich Springs im Inventar? Das ist doch auch nochmal was sich zu erfragen lohnt. Irgendjemand hatte doch, was habe ich hier? Oh ja, Rods tatsächlich. Und hier habe ich zwei Springs. Das passt sich doch. Das passt sich doch ganz gut. Achso, ihr hattet gesagt, das Kombinieren kann ich tatsächlich immer machen. Na, war das jetzt doch umgekehrt? Oder ging das wieder nicht, weil die gestackt sind? Ja, ich glaube, weil die gestackt sind. Genau, deswegen ging es nicht. So, habe ich nochmal Rod and Spring und dann gehe ich nochmal von oben durch. Diese Waffe hier, ja, ich würde ihr es früher oder später sowieso lieber eine andere Waffe geben, die vielleicht ein bisschen leichter ist, zumindest wenn sich das einrichten lässt. Das heißt, da baue ich momentan sowas nicht ein. Hab aber eine Waffe, die wirklich leichter ist, habe ich hier gar nicht, ne? Vielleicht das HK416, aber naja, das ist ja dumm, da könnte ich ihm genauso gut auch wieder hier so ein Sky-L geben. So, hier ist schon eingebaut. Hier ist schon eingebaut, auf dem FAMAS. So, das hat einen Granatenwerfer drin, okay. Hier passt gar nicht rein, das ist ja klar. In die Waffe von Raider, da ist noch kein Rotten Spring eingebaut. Und Raider sollte das wahrscheinlich nicht machen. Da brauche ich jemanden mit ein bisschen mechanischen Fähigkeiten. So, das sieht doch vernünftig aus. So, Raider hat es also jetzt. Elroy, die Waffe, da ist es schon eingebaut. In Ravens P90 ist es schon eingebaut.
in Isis. Maschinengewehr ist es schon eingebaut. In Dannys Waffe ist es noch nicht eingebaut. Alles klar. Und ist das dann schon der letzte? Ja, tatsächlich. Das Einzige, was ich da noch nicht geguckt habe, hier ist wahrscheinlich genau in der MP7 ist es auch noch nicht eingebaut. So. So, das war Dannys Waffe. Der kriegt seine Waffe wieder zurück. Dann habe ich in fast jeder Waffe, also in jeder Primärwaffe, die es gebrauchen kann, habe ich tatsächlich dann Rotten Spring drin. Das ist doch auch schon mal was. Auch wenn die Waffen natürlich früher oder später dann noch getauscht werden gegen, also die letzte Ausbaustufe quasi, entweder das AOG A3 oder eben das, was ich mir für längere Distanzen rausgesucht habe. Da wusste ich aber nicht mehr genau, was das war. Muss ich eventuell nochmal den Zettel rauskramen. Und ich gucke mir zwischen den Folgen nochmal an, was hier so an Ausrüstung rumliegt. Ob ich vielleicht eins meiner Scharfschützengewehre tatsächlich ersetze durch eins, was die 338er Lapua Magnum verschießt. Wahrscheinlich aber nicht. Und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Wenn ich meine Leute wieder ein bisschen verarzte. Das heißt, wahrscheinlich werde ich mich aus Tixa erstmal komplett zurückziehen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also vielleicht sehen wir uns auch dann wieder und bis bald.